Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute gibt's mal das Video zu den 7 versteckten Erfolgen, weil vielleicht wer mal aufs Profil geschaut hat und dann bei den Gesamtwerten hier auf versteckte Erfolge erblickt hat. Da sieht man, dass es 7 versteckte Erfolge gibt. Ich selber habe jetzt schon 6 davon gemeistert. Und ich werde alle 7 heute vorstellen. Fangen wir einfach gleich mit dem ersten an. Und das ist der Erfolg heißt große Bloons. Dafür müsst ihr mit Pet Fasti 10 Games gewinnen, also 10 Spiele. Egal welcher Schwierigkeitsgrad. Also einfach, oder ob ihr die Map schon gespielt habt, ist völlig egal. Ihr müsst einfach Pet Fasti einmal gesetzt haben und dann mit ihm gewinnen. Genau, wo haben wir den Erfolg denn? Hier, große Bloons Pet und dann große Bloons noch viel lieber. Dafür bekommt ihr auch den Spielmodus große Bloons. Die werde ich alle am Ende zeigen. Dann hier Alchemistmann und Bloon Boy. Mit dem Erfolg schaltet man kleine Bloons frei. Und dafür müsst ihr in egal welcher Map und egal welcher Modus, müsst ihr mit dem Bloon-Meister-Alchemisten, also hier der Alchemist auf der unteren Skillung, mit dem müsst ihr wichtig vor Runde 100 mindestens 900.000 Schaden machen. Es gibt bestimmt ganz viele Tutorials zu dem, wie man das schafft. Kommen wir zum nächsten. Der Erfolg heißt 2TC, ist die Abkürzung, steht für also 2 Tower Chimps. Das bedeutet, ihr dürft den Schimpansen-Modus nur mit 2 Affen absolvieren. Und ich habe das auch letztens gemacht. Ich hoffe, ich verlinke es und vergesse es nicht. Ja, wo haben wir das denn? Wo haben wir denn? Hier, da 2TC, schließt ein Spiel im Schwierigkeitsgrad Schimpansen mit nur 2 Affentürmen ab. Die Belohnung ist auch nicht mal so schlecht, weil man bekommt 2 Affenwissenspunkte und ein 040 Zauberaffen, glaube ich. Upsala. Machen wir jetzt mal so, auf mit den Stirn. Danke. Der nächste Erfolg ist, die schwarze Adora zu beschwören. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass man den wahren Sonnengott auf, also schwarz sozusagen, der rachsüchtige Sonnengott heißt er, glaube ich, im Deutschen, dass er den beschwören muss und Adora muss in seiner Reichweite sein. Hier seltsam hinreißen, wenn die Planeten schön in Position gehen. Beim Affenwissen müsst ihr, um den schwarzen Sonnengott beschwören zu können, müsst ihr diese Skillung hier haben. Genau, ansonsten geht das nicht. Darüber gibt es bestimmt auch viele Tutorials. Genau. Der nächste Erfolg ist, den glaube ich auch selbst noch nicht viele YouTuber gezeigt haben, ist der Erfolg Bill Gates. Bei Bill Gates, weil vielleicht auch schon mal gehört, der spendet auch oft. Und dann müsst ihr im Koop-Modus, müsst ihr einem von euren Mitspielern 500.000 auf einmal spenden. Das geht nur, wenn ihr auf eurem Konto gerade 2,5 Millionen habt und nur dann könnt ihr die 500.000 auf einmal einem Mitspieler senden. Vielleicht blende ich auch noch ein Bild ein, wie ich das mal gemacht habe. Ich glaube, ich habe da noch ein paar Screenshots. Und die stranded in the open.
Hier, Bill Gates schickt einem Verbündeten auf einmal 500.000 im Korbmodus. Kommen wir zum nächsten. Und zwar zum goldenen Ticket. Hier, Goldticket. Plumpa, Lumpa, Dupa, Di, Du. Den Erfolg könnt ihr euch ganz leicht erspielen. Dafür bekommt ihr auch einen neuen Modus. Und zwar kleine Affentürme. Dafür müsst ihr nur auf die Karte Bourbon Wasserfälle gehen. Dann ist egal, ob ihr leicht oder schwierig oder mittel nehmt. Und ihr müsst auch gar nicht die Karte, ihr müsst die Karte auch gar nicht spielen. Ihr müsst nur kurz reingehen. Und ihr müsst die Männchen, ich glaube von Charlies Schokoladenfabrik, sind die, müsst ihr in der Reihenfolge, die ich euch jetzt sagen werde, anklicken. Einmal rechts oben auf den Baum. Da kommt dann einer raus. Danach müsst ihr aufs Haus. Dann als drittes hier einer, der hier runter den Wasserfall runterfährt. Dann nach links oben in die Bäume. Dann unter, also so als über der Brücke. Dann unten rechts. Danach müsst ihr aufs Wasserrad. Dann kommt da einer raus. Und dann noch links unten. So, und wenn ihr schnell geht, dann müsst ihr eine Melodie erscheinen. Das probieren wir jetzt mal. Also, zack. Oh, ich hab grad verkackt. Nochmal. Jetzt müssten wir es eigentlich geschafft haben. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr einfach wieder zurückgehen. Und dann müsstet ihr den Erfolg haben. Und dann kommen wir zum letzten Erfolg, den ich selber noch nicht freigespielt habe. Ist, ich weiß gerade gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt der Josh Constant. Da müsst ihr 40.870 auf eine Nagelfabrik, also in eine Nagelfabrik investieren. Eine Variante, und ich glaube auch die einfachste Variante, ist Permaspike. Genau, ihr müsst in Schimpansen auf einer Experten-Map, also hier irgendwie auf einer Experten-Map, müsst ihr in eine Nagelfabrik 40.870 rein investieren. Ich glaube... Also, kleiner Cut. Also, ihr müsst in Experten, wie gesagt, hier in Schimpansen, in die Nagelfabrik, die 40.870 investieren. Das geht am einfachsten, denke ich mal, auf der Karte Finstere Burg. Wenn ihr mit der Taktik, gibt es bestimmt auf YouTube auch noch andere, also die Taktik mit der Nagelfabrik, müsst ihr einfach nur Schimpansen Finstere Burg eingeben. Und dann seht ihr das, weil wenn ihr die Nagelfabrik, wenn wir jetzt einfach mal auf Schimpansen gehen, hier einmal schauen, wie teuer das ist, bei der Nagelfabrik, so, weil dann gehen wir auf die Nagelfabrik und dann ist, glaube ich, eine Möglichkeit, hier unten Permastacheln zu skillen, plus die Mitte. Ich glaube, das sind genau 40.870. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es nochmal nachrichten und dann nochmal einblenden, ja oder nein. Okay, das war's dann auch schon. Wir schauen uns noch kurz die Erfolge an. Hier bei Extras kann man hier große, kleine und große Bloons, kleine Bloons und Affentürme machen. Machen das jetzt wie mal große Bloons und kleine Affentürme. Und das demonstriere ich euch mal kurz. Dann hier einfach Sandkasten-Modus. Dann haben wir hier einen großen roten Bloon oder einen riesigen BID. Und so kleine Mini-Affen. Ist doch süß. Hm? Genau. Und so kann man das auch variieren. Wenn man große und
kleine Balloons gleichzeitig anhat, dann sind die ganz normal. Dann schauen wir uns noch kleine Balloons an. Ach, das geht gar nicht gleichzeitig. Ah. Haben die also gefixt. Früher war das so. Machen wir nochmal Sandkastenmodus hier. Und dann nochmal kleine Balloons. So. Haben wir so Mini-Balloons. Oder einfach so ein Mini-BID. Ja, da. Die sind so mini. Finde ich lustig. Und dann war es auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal.